Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Herzlich willkommen zum 11. Teil dieser Serie, die sich damit befasst, warum eigentlich Gebete, wenn es um Heilung geht, oftmals nicht erhört werden. Dieser 11. Teil befasst sich mit dem Thema Leben in Sünde und fehlende Gottesfurcht und lehnt sich damit eng an den Punkt 9 an, wo es um die Heiligkeit geht. Dieser 11. Punkt ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und ich finde, dass der sehr, sehr tief reingeht. Und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der gerade in der heutigen Christenheit von eminenter Bedeutung ist. Ich denke, dass die heutige Christenheit so sehr verführt ist, wie in keiner Zeit zuvor es möglich war. Durch Medien, durch das, was das Auge sieht, durch Vergnügungen, Ablenkungen. Wir sind, glaube ich, derzeit auf einem Zenit dessen, was der Widersacher uns entgegenwirft, damit wir nur nicht auf der Linie bleiben. Und ich denke, dass wenn wir nicht aufpassen, wirklich auch verführt werden können. Und dass wenn wir den Geist der Unterscheidung nicht haben, wir den falschen Propheten nachrennen, wie es in der Bibel auch gesagt und davor gewarnt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Gottesfurcht in uns tragen. Wir brauchen die Furcht vor Gott, denn habe ich keine Gottesfurcht, häufe ich Sünden an. Und wenn ich Sünden anhäufe, dann habe ich irgendwann keine Gottesfurcht mehr. Das eine bedingt das andere. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir uns selbst hinstellen vorm Spiegel und sagen, hey, ich mache eine Bestandsaufnahme, wer bin ich, in was für einer Situation lebe ich, wie lebe ich, gefällt das, was ich tue, eigentlich Gott? Ist das, was ich lebe, in der Bibel zu finden? Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir die Bibel lesen. Wir müssen die Bibel lesen, damit wir erkennen, was wir eigentlich leben. Wenn ich die Bibel nicht lese, dann kann ich nicht wissen, ob ich auf dem rechten Pfade bin. Und meine Frau und ich, wir beten jeden Tag, Herr, führe uns auf rechtem Pfade um deines Namens willen. Wir müssen das Wort Gottes lesen und wir müssen im Heiligen Geist beten, damit wir die Gottesfurcht behalten und damit wir auch erkennen, ob wir einen sündhaften Weg eingeschlagen haben, dann müssen wir das bereuen, dann müssen wir Buße tun und es nicht mehr tun. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne den Vers Nummer 1 vom 8. Kapitel des Römerbriefes anbringen. Da gibt es zwei Versionen, besser gesagt zwei Übersetzungen. Eine Übersetzung ist relativ kurz, und die ist recht gemütlich, weil die einfach sagt, okay, wenn ich das mache, was da steht, dann passt es ja eh. Komm gleich drauf. Und die zweite Version, die ist dann schon ein bisschen unangenehmer. Und der weicht man gerne ein bisschen aus. Also die erste Version ist die. Daher gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Punkt. Ist relativ simpel. Irgendwann hebe ich meine Hand, sage Gott, ich übergebe dir mein Leben. Und passt, mach genauso weiter wie vorher. Ich bin jetzt im Herrn. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Die zweite Version, bei der Schlachterbibel, deswegen schätze ich und empfehle ich immer die Schlachterbibel, Schlachter 2000, die Übersetzung ist folgende. Deswegen gibt es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr. Komma. Wenn sie nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Wir können das Übergabegebet machen, wir können dem Herrn unser Leben hingeben, aber was wir dann tun müssen, wir müssen auch im Geist wandeln. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir das nicht aus dem Fleisch heraus. Es ist nicht möglich, ohne den Heiligen Geist wirklich wahrhaft Jesu Christus, Jesu Volk, also Nachfolger zu sein. Das geht nicht. Und deswegen ist dieser zweite Halbsatz wichtig, die nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er leben will. Aber eines Tages werden wir vor Gott stehen und wir werden gerichtet werden. Und wenn wir den angenehmen Weg gehen, den breiten Weg, Jesus hat selbst gesagt, wir sollen den schmalen Weg nehmen. Aber wenn wir den breiten und kurzen Weg nehmen und sagen, es ist alles easy, ich bin ja eben Herrn, passt, ich kann ja machen, was ich will, dann kommt das böse Erwachen. Und wir spielen mit nichts weniger als mit der Ewigkeit.
die da entweder im Himmel ist oder in der Hölle. Und das muss uns einfach bewusst sein. Die fehlende Gottesfurcht und das Anhäufen von Sünden, bewusst oder unbewusst, führt zwangsläufig immer in die falsche Richtung. Immer Richtung Hölle. Steht im Neuen Testament drin. Lest das Neue Testament. Lest die Evangelien. Lest die Briefe von Paulus, von Petrus, von Johannes, von Judas, von Jakobus. Lest es. Da steht es drin. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt Gebote, die uns Jesus gegeben hat. Und nach diesen Geboten müssen wir uns richten. Wir können nicht erwarten, wenn wir Gebote nicht einhalten, dass wir trotzdem Belohnung bekommen. Das wird so nicht sein. Und es fängt auch schon hier auf Erden an, wenn ich meinen Kanal verstopft habe, wenn ich nichts höre, weil ich mich immer mit den Lüsten und den Ausschweifungen der Welt und dem Lärm der Welt umgebe und reintauche in diese Dinge, dann geht Gott nicht zu mir durch, dann kann ich Gott nicht hören. Weil Gott ist nicht im Gewitter, er ist nicht im Erdbeben, er ist nicht im Riesenfeuer und wenn die Steine gesprengt werden, sondern er ist in einem leisen Säuseln. Und dazu brauche ich Ruhe, dazu brauche ich Frieden mit dem Herrn, dazu brauche ich einen reinen Kanal, dazu muss ich wirklich, wenn ich mit dem Gott der Götter, mit Jesus unterwegs sein möchte, dann muss ich Ruhe haben. Dann brauche ich Freiheit in mir, den Frieden des Herrn Jesus Christus, damit ich ihn hören kann. Und es geht nicht, wenn ich Sünde anhäufe. Und es geht nicht, wenn ich keine Gottesfurcht habe. Denn wie es in der Bibel drin steht, es gibt einen guten Spruch in der Bibel, Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wenn ich keine Gottesfurcht habe, kann Gott nicht mit mir reden. Dann kann Gott nicht mit mir kommunizieren. Und oftmals ist es so, weil es geht ja hier um Heilungsgebete. Wenn ich für jemanden bete, der eine schwere Erkrankung hat oder dämonische Besetzung und ich weiß nicht, wo die Wurzel ist, dann tue ich mich wirklich manchmal hart, dass überhaupt Heilung oder Austreibung stattfindet. Wir haben oftmals für Leute gebetet, die dämonisch besetzt waren oder schwere Erkrankungen hatten. Und wir haben echt lang gebetet und es hat sich nichts ergeben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in die Stille, in die Ruhe und fragen halt einfach mal den Herrn im Heiligen Geist. Und dann hat uns der Heilige Geist einfach ein Stichwort gegeben. Und dann haben wir diese Person nach genau diesem Thema gefragt und dann sind die Schleusen aufgegangen, dann sind die Tore gebrochen und dann, peng, war das Ganze durch. Jesus kennt unser Herz. Der allmächtige Gott kennt unser Herz. Er weiß, was in uns drin ist. Und er kennt auch die Ursachen der Erkrankungen. Darum müssen wir einen, ich sage immer wieder, freien Kanal haben zu Gott. Wir müssen ihn hören können. Wenn der verstopft ist durch die Gelüste der Welt und durch unsere Gier der Welt und uns was weiß ich, was im Neuen Testament alles drinsteht, was Paulus schreibt, was uns hinderlich ist, dann können wir ihn ja auch nicht hören. Also wir müssen als Nachfolger Jesu Christi in der Reinheit leben, in der reinen Gottesfurcht ohne Sünde. Und wenn wir Sünde haben und wir wissen, dass sie da ist, dann müssen wir die vor Gott bringen, müssen sie bereuen, Buße tun und sie nicht mehr fortführen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das hat mir beim Torben Sondergaard so gut gefallen. Ich möchte ihn gern hier ins Feld führen, weil der mit seiner Last Reformation wirklich eine Revolution im Geistlichen angestiftet hat, auf der ganzen Welt. Und das ist etwas, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und das kann man sehen. Ja? Hunderttausende haben sich zum Herrn bekehrt. Und er lehrt wirklich die Wahrheit. Und wie er zum Glauben gekommen ist, hat er gesagt, dass er mit einer Freundin zusammen war. Also er war in wilder Ehe, ohne vor Gott keine Ehe, keine Hochzeit, sondern einfach mit einer Frau zusammengewohnt, wie man es halt so hat, Sex vor der Ehe oder nur noch Sex ohne Ehe. Und dann ist er zum Glauben gekommen, ist heim, hat zu dieser Frau gesagt, hey, ich bin zum Glauben gekommen, ich glaube an Jesus Christus, wir können nicht mehr forthin zusammen sein, ohne dass wir sagen, entweder heiraten wir vor Gott und haben dann legitim ein Familienleben oder wir müssen uns trennen. Aber ab dem heutigen Zeitpunkt meiner Errettung kann ich mit dir keinen Sex mehr haben, ohne ein Bündnis vor Gott, sprich der Ehe vor Gott. Und er hat das wirklich am gleichen Tag klargemacht.
Das ist gigantisch. Das ist Überführung von Sünde. Und wie viele Christen gibt es, die darüber lächeln? Und deswegen sind oftmals die Verbindungen gestört. Die Verbindungen zwischen uns und Gott. Gott kommt nicht durch mit dem, was er uns sagen möchte, weil wir in Sünde leben. Und das ist einfach eminent wichtig, daher immer wieder der Römer 8,1, die im Geist leben und nicht im Fleisch. Ich möchte hier noch einen oder zwei Bibelverse anbringen. Sprüche 15,29. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Steht in der Bibel. Dann weiter, Sprüche 28,9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Okay, das ist jetzt im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament gibt es Gebote. Jesus hat uns ganz klare Gebote gegeben, nach denen wir uns richten müssen. Und wenn wir die nicht einhalten, verfehlen wir. Und dann sind wir automatisch in der Sünde. Und dann ist es uns schwer möglich, uns Gott zu nähern oder Gott wirklich zu hören. Ja, ich möchte noch einen Satz erwähnen aus Matthäus 7,23. Da steht, in deinem Namen haben wir geweissagt, Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen haben wir viele Wundertaten vollbracht. Darauf entgegnet Jesus, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir. Das ist ein Satz, der uns wirklich zum Nachdenken bringt. Gott gibt Talente und Fähigkeiten ohne Einschränkung und er nimmt sie auch nicht zurück. Wir können gewisse Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel die Gabe der Heilung, die Gabe des Glaubens und können viele Dinge vollbringen. Wenn wir aber nicht in Gottes Furcht wandeln, wird die Zeit kommen, wenn wir vor Jesus stehen und er uns sagen wird, er kennt uns nicht. Also täuschen wir uns deswegen nicht, wenn wir denken, wir sind doch ach so erfolgreich. Es kann sein, dass wir erfolgreich sind, dass gewisse Dinge geschehen. Aber wenn das nicht in Gottes Furcht funktioniert und nicht geschieht, in der Ehrfurcht vor Gott, dann kommt der Zeitpunkt, wo wir unsere Rechnung gestellt bekommen. Und die sieht nicht gut aus. Wir kennen es, wir brauchen bloß in die Welt schauen. Es gibt genügend Evangelisten, Apostel, Lehrer, ich nenne sie jetzt einfach mal Christen, die wirklich Wundertaten vollbringen. Das ist nicht das Thema. Die Wundertaten sind nicht das, was Jesus von uns möchte. Er möchte ein reines Herz und er möchte, dass wir als Nachfolger seines Sohnes, also Gott will als Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus, möchte, dass wir rein leben. Weil wir können und werden vor Gott nicht bestehen können, wenn wir nicht in der Reinheit sind. Deswegen betet ja auch David im Psalm 51, wasche mich von meinen Sünden rein, schaffe mir ein reines Herz und einen festen Geist. Und das ist das, was ich mit diesem Video heute euch mitteilen möchte. Wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, jeden Tag. Wir müssen manchmal auch große Bestandsaufnahmen machen und sagen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jeder prüfe sich selbst. Jeder kann aus der Gnade Gottes heraus machen, was er möchte. Die Rechnung wird jeder selbst bekommen. Aber wir müssen uns dessen klar sein, dass wir auch hier schon auf Erden gewisse Gebete umsonst sprechen, weil Gott nicht alles erhört, wenn wir nicht in der Reinheit wandeln. Und wir müssen uns auch dessen klar sein, wenn wir irgendwann vor Gott stehen, dass wir unweigerlich eine Rechnung bekommen, die uns nicht schmecken wird. Wenn wir hier auf Erden nicht in Gottes Furcht gewandelt sind und Sünden angehäuft haben. Deswegen seid mutig und unverzagt und macht Bestandsaufnahme. Lasst uns gemeinsam jeden Tag Bestandsaufnahme machen. Lasst uns sehen, ob wir auf dem geraden Weg gehen. Lasst uns sehen, dass wir auf den schmalen Weg gehen. Und wenn es auch viel kostet, lasst es uns nicht abkürzen. Römer 8,1. Daher gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Die Vergnügungen dieser Welt
Die Gelüste dieser Welt, die Ausschweifungen dieser Welt sind nicht für uns Nachfolger. Das ist ein kurzes Vergnügen. Das wird sich nach 70, 80, 90 Jahren aufhören. Und dann kommt die Ewigkeit und dann entscheidet sich, wo verbringe ich die Ewigkeit? Auch als Christ. Es ist nicht automatisch, ich möchte es nochmal betonen, dass wir als Christ automatisch in den Himmel kommen, wenn wir nicht nach dem Geist wandeln, sondern nach dem Fleisch. Es ist nicht automatisch. Machen wir Bestandsaufnahme. Seid mutig und unverzagt. Servus aus Niederbayern.